voll. Eulet! Gecko! Los geht's! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wer sind die bloß? PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. Verbrechen zu bekämpfen, geht am besten. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks! Gecko rettet Weihnachten. Oh, Connor. Morgen ist Weihnachten und es hat immer noch nicht geschneit. Aber auch ohne Schnee werden wir eine schöne Zeit haben. Boah, ich kann das nicht. Was ist denn los, Greg? Morgen ist Weihnachten. Freust du dich gar nicht? Nicht übers Eis laufen. Das habe ich noch nie gemacht und ich krieg das auch nicht hin. Wir helfen dir. Na los, versuch's. Eislaufen gehört wie der Baum an Weihnachten dazu. Ja, wie die Lichter und der Weihnachtsschmuck. Welche Lichter und welcher Weihnachtsschmuck? Oh nein, wo ist das alles hin? Wo ist der ganze Baumschmuck? Und das Lametta. Sogar der Stern ist verschwunden. Es war alles so wunderschön und es war so viel. Das kann doch nicht alles weg sein. Jemand muss es letzte Nacht geklaut haben. Aber wie kam dieser jemand da oben ran? Das ist echt hoch. Das werden wir rausfinden. Dafür brauchen wir keine Schlittschuhe. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Connor wird zu Catboy! Amaya wird zu Eulette! Ja! Greg wird zu Wer auch immer den Weihnachtsschmuck geklaut hat, ist echt weit hochgekommen. Und das müssen wir auch. Also los, zum Eulengleiter. Nicht wahr sein, dann wird niemand etwas zum Auspacken haben. Luna Girl, gib die Geschenke zurück. Sie gehören dir nicht. Vergesst es, ihr Brabis. Das sind meine. Weihnachten ist nur für mich. Mich weg. Hey, schnappen wir uns ihr Mondboard, dann kommt sie nicht mal in die Schornsteine ran. Gute Idee, Gecko. Legen wir los. Ich bring sie auf den Boden zurück. Eulenflügel. Geht's dir gut? Ja. Ich wusste, dass ich das Mondboard nicht fliegen kann. Tut mir leid. Schon okay. Verfolgen wir sie. Der Eulengleiter ist zu groß, um sie da erwischen zu können. Eulette, du fliegst ihr hinterher und wir folgen dir vom Boden aus. Los geht's, los geht's! Komm schon, Luna Girl. Was? Warum gibst du
die Geschenke nicht wieder zurück. Weil ich das nicht will. Hol sie dir doch, wenn du glaubst, du kannst es. Hey, das gehört mir, Spatzenhirn. Nein, 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 nein. PJ Masks, ich brauche mehr Gewicht, um sie nach unten zu ziehen. Super Katzensprung. Hä? Schon wieder die maulende Mieze. Na dann, wollen wir doch mal sehen, ob Katzen immer auf ihren Pfoten landen. Wow. Catboy! Martin! Husch, husch! Nein! Ich komme! Gecko, spring aufs Mondbord und bring es weg von hier! Nochmal damit fliegen? Aber ich kann das nicht! Nur Mut, Gecko! Du kannst es bestimmt! Versuch es einfach nochmal! Wow, schlitternde Schlange! Das ist ja noch schwerer als Eislaufen! Ich schaff das niemals! Gecko! Alles okay? Neue Sachen kann ich nicht gut. Macht nichts. Keine Sorge. Eulette und ich kümmern uns drum. Holen wir Luna Girl ein. Los! Das war's, Luna Girl. Zeit aufzuhören. Zeit für euch aufzuhören. Meinst du? Flatternde Feder. Eulette! Zerfleddert, Eulette, entschuldige. Super Katzensprung! Gecko, Hilfe! Runter von meinem Mondbord! Eulette, was machen wir jetzt? Mir ist zu schwindelig, um jetzt irgendwas zu machen. Und ich kann nicht mehr geradeaus fliegen. Du musst wieder rauf aufs Mondbord und Catboy helfen. Nochmal? Aber ich kann es nicht steuern. Du weißt doch gar nicht, ob du es kannst, weil du immer wieder runterspringst. Du musst es wirklich versuchen. Das schaffst du. Hilfe! Catboy! Du hast recht, Eulette. Ich muss zumindest versuchen, ihn zu retten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Gekko-Tarnung! Wo ist die einfältige Eidechse hin verschwunden? Was? Woher kommst du denn? Hey! Danke! Das ist meiner! Halte durch, Gecko! Du schaffst es! Gecko, ich verliere den Halt! Zieh mich hoch! Aber wenn ich mich vorbeuge, verliere ich das Gleichgewicht! Warte, ich bring dich in Sicherheit, versprochen! Ich muss einfach draufbleiben und versuchen, das Teil zu fliegen! Wow! Gecko, Achtung! Das ist irgendwie cool. aber schwierig. Ich muss dranbleiben. Pass auf die Wand. Ja, ringendes Reptil. Wir sind zu hoch. Keine Panik, wir stürzen sonst ab. Genau, ganz ruhig. Ja. Ich bringe es jetzt runter. Langsam. Toll gemacht. Ich wusste, dass du es schaffst. Siehst du? Du musstest es einfach nur versuchen. Ja! Martin! Lasst mich los, ihr Pyjama-Plagegeister! Es ist vorbei, Luna Girl. Ja, wir haben dein Mondbord. Jetzt kannst du keine Geschenke mehr klauen. Oh, das ist nicht fair. Für mich gibt's nie ein richtiges Weihnachten. Da feiere ich immer nur mit mir selbst. Was? Heißt das, dass du an Weihnachten ganz allein bist? Aber das ist ja echt traurig. Hey, warum verbringst du den Weihnachtsabend nicht mit uns? Mit euch? Ja, wir müssen die Geschenke und die Schmucksachen sowieso wieder zurückbringen. Hilf doch mit. Dann sind wir alle zusammen an Weihnachten. Was meinst du? Okay, na gut. Dann spring rauf. Wir retten jetzt Weihnachten. Yay! Ja! Yeah! Geschenk. Ganz toll.
Und du wirst echt richtig gut im Mondbord fliegen, Gecko. Danke. Jetzt, wo ich es drauf hab, mag ich es. Du hast uns sehr geholfen, also kriegst du dein Board und deinen Magneten zurück. Okay, aber nun müsst ihr wohl gehen und damit ist Weihnachten jetzt vorbei für mich. Keine Bange, wir sind noch nicht weg. Wir haben noch etwas zu erledigen. Wow, ist das nicht herrlich, Luna Girl? Kann schon sein. Aber jetzt ist Weihnachten für mich wirklich vorbei. Und ich habe kein einziges Geschenk bekommen. Von wegen, hast du das? Schlittschuhe! Aber ich war noch nie zuvor Eislaufen. Schon okay, ich auch nicht. Aber wir schaffen das schon. Na los, versuchen wir es. PJ Masks ruft laut Hurra! Weihnachten ist gerettet! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ja! Wow! Hey, was passiert hier? Endlich schneit's! Weihnachtsschnee! Fang deine Flocke mit der Zunge! Ja.